Leben lang hat Leanne Watson getan, was von ihr verlangt wurde. Ihre einzige Chance, dem Mief der Kleinstadt zu entkommen, ist ein Stipendium, das der beste Schüler der Abschlussklasse erhält. Alles, was ihr dazu noch fehlt, ist eine Eins in Geschichte. Doch da gibt es ein Hindernis. Die Geschichtslehrerin. Mrs. Tingle, die hasst mich. Die kann doch niemanden leiden. Sie hasst sogar mich. Immer wenn ich in die Klasse komme, liegt sie schon auf der Lauer, um mich fertig zu machen. Was hast du da? Ach, Tingles Prüfungsaufgaben. Verlockend, hm? Lass den Blödsinn. Gehen wir. Unsere Musterschülerin lässt sich bei einem Täuschungsversuch erwischen. Das wird ein Nachspiel haben. Wir werden rausgeworfen. Den Abschluss können wir vergessen. Wir sagen einfach, du hättest nichts damit zu schaffen. Ich bin unschuldig. Selbst die Unschuldigen brennen manchmal auf dem Scheiterhaufen. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Nicht so eilig. Was denken Sie sich eigentlich? Sie können uns nicht behandeln wie den letzten Dreck. Nein. Bist du wahnsinnig? Leg das weg! Es ist aus, Mr. Turner. Von Kevin Williamson, dem Autor von Dawson's Creek und Scream, gibt es wieder eine Überraschung. Oh mein Gott. Sie braucht eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich mach das sicher nicht. Na gut, eine böse Überraschung. Pass auf Ihr Kopf. Entschuldigung, was machen wir jetzt? Wenn sie aufwacht, reden wir mit ihr. Die drei Freunde. Das ist der komplette Wahnsinn. Müssen sich dringend etwas einfallen lassen. Ihr seid dran. Denn ihre Lage scheint vollkommen aussichtslos zu sein. Was ist denn, Mrs. Tingle? Kriegen wir jetzt etwa Selbstangst? Nicht doch, Schätzchen. Jetzt wird's erst richtig aufregend. Jahre lang hat sie ihre Schüler tyrannisiert. Was ich mit euch vorhabe, ist noch viel schlimmer als der Tod. In diesem Jahr lernt sie etwas von ihren Schülern. Tötet Mrs. Tingle.